Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Lotus-Folge. Ja, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute am 11.05.2020 ist eine neue Straßenbahn erschienen, eine neue Stadtbahn erschienen, und zwar die BE4-6 Tram 2000. Und das Ganze ist erstellt worden von Thinking Man und Aki. Diese wollen wir uns heute anschauen, ist kostenfrei im Workshop zur Verfügung. Ja, so dass ihr euch das Ganze jetzt einfach runterladen könnt und sofort testen könnt, wie ihr das Ganze möchtet. Und wir wollen hier eine kleine Testfahrt mal machen, um euch dieses Schmuckstück noch einfach mal ein bisschen näher zu bringen. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze mal dementsprechend mal an. Das Fahrzeug kann natürlich in Einzeltraktion und in Doppeltraktion gefahren werden. Wir haben das Ganze mal, weil jetzt hier in Koblenz doch die Haltestellen relativ kurz sind, ja, hängt immer hinten die hintere Tür mal raus, haben wir uns heute für ein, ja, also für eine Solo-Traktion entschieden und ganz praktisch hier mit Falltüren, mit Trittbrettern und so weiter. Die fahren aus, zeige ich euch gleich alles. Das ist ein Einrichtfahrzeug, geht nur in eine Richtung. Also das bedeutet, also Karten, die nur eingleisig sind, dafür ist die Stadtbahn, Straßenbahn, je nachdem, wie ihr das nennen wollt, jetzt natürlich nicht gedacht. Die BE46 ist eine Straßenbahn aus dem Hause Schindler Waggon, die von Team Züri in Lotus gebaut wurde. So steht es aktuell noch drin. Aktuell gibt es nur die erste Generation der Tram. Wir liefern jedoch auch Linienziel- und Seitenrollbänder sowie Matrizen mit. Für Support bitte den Team Züri Discord verwenden, da wir dort viel zeitnah antworten können. Und da gibt es noch einen kleinen Link zum Discord. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich es unten noch mit rein. Das Modell ist noch nicht vollständig. Es fehlen noch Kleinigkeiten, die per Update ergänzt werden. Außerdem sind die Sounds gerade nur Platzhalter. So steht es also in der Artikelbeschreibung im Steam Workshop drin. Und wir würden uns das Ganze jetzt mal ein bisschen anschauen. Deswegen setzen wir uns mal hier schon mal in die, ja, Fahrgastansicht. Und das ist ein hübsches Fahrzeug. Das kann ich auf jeden Fall sehen lassen. Also es ist eine Straßenbahn, keine Stadtbahn, eine Straßenbahn. Nicht vergessen. Eine Straßenbahn. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr nettes Fahrzeug. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Dafür, dass man das jetzt hier einfach mal so veröffentlicht. Man hätte ja dafür auch bestimmt wieder Geld verlangen können. Aber nein, sie ist absolut kostenlos. Viele Funktionen sind hier noch nicht so drin. Also wie zum Beispiel hier Fenster öffnen. Aber wie gesagt, stand ja alles drin. Das kann man natürlich dann noch alles per Update dementsprechend noch nachpatchen. Cool ist auch hier die Seitenbank. Finde ich cool. Hier hast du den Ausstieg, da hast du die Seitenbank. Das ist eine ziemlich coole Sache. Das Schloss wirkt irgendwie überdimensional groß. Wenn man so mal ein bisschen guckt. Wer in eine Tram oder ein Trolleybus steigt, wird automatisch ein bisschen Greta. Ah ja. Okay, können wir uns hier natürlich ein bisschen fortbewegen. Hier sehen wir schon unseren Arbeitsplatz hier. Der ist schon ziemlich nett auf jeden Fall. Und hier hinten die obligatorische Klappe nach hinten, damit wir auch dementsprechend, ja, rangieren können. Maximal 20 km/h geht es rückwärts. Und dann kann man das dementsprechend auch noch soweit einstellen. Schlüssel wird hier nicht, Schlüssel ist hier nicht erforderlich. Der ist dann für vorne. Gehen wir mal zum Fahrerplatz und schauen uns das Ganze mal hier an. So sieht das Ganze dementsprechend halt aus. Es sieht wirklich hochmodelliert aus. Ja, hier gibt es so kleine Flackereinlage, wenn man ein bisschen weiter weg sitzt. Ne? Flackert hier diese Anzeige so ein bisschen mit dem Scheibenwischer. Aber sonst sind das wirklich, wirklich scharfe Texturen. Also das sieht wirklich schon sehr gut aus. Wenn wir uns das Ganze mal so ein bisschen anschauen. Spiegel und sowas, ne? Der wirkt ein bisschen zu lang, meiner Meinung nach, aber vielleicht ist das halt wirklich so. Ne? Ich kenne die Straßenbahn tatsächlich gar nicht. Ja? Also die sagt mir überhaupt nichts. Aber so, dass das wirklich nur von dieser einen Metallstange so ein bisschen gehalten wird. Aber gut, das kann wirklich sein. Das weiß ich halt nicht. Ne? Also jedes einzelne Schräubchen hier oben drin, ne? Das ist schon, also hier hat man auf jeden Fall sich richtig, richtig viel Mühe gegeben in diesem Fahrzeug. Aber schon allein dieser ganze Schaltpult hier, ja, das sieht großartig aus. So, wollen wir mal ein bisschen aufrüsten. Deswegen Schlüssel rein. Und drehen das Ganze mal so ein bisschen. Ne? Denn wenn wir mal den Stromabnehmer hochfahren,
So einmal gedrückt, Stromabnehmer ist oben, wie wir sehen, ja. Falls ihr noch ein zweites Fahrzeug haben solltet, könnt ihr natürlich 1 und 2 hoch machen, aber mit 1 hoch reicht es dementsprechend auch, ne? Da fährt dann der zweite Stromabnehmer von dem zweiten Waggon hinten dann auch noch hoch. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr ein Einrichtfahrzeug habt, dann reicht hier logischerweise die 1. Den Hauptschalter natürlich noch anmachen, ne? Sonst habt ihr keine Energie, das ist ein bisschen schlecht. Und ja, sonst haben wir hier noch ein paar Knöpfe. Überfall, das ist sehr interessant. Habe ich auch so auch noch nicht gesehen. Was dieser kleine rote Knopf hier zu bedeuten hat, das kann ich leider nicht sagen. Also, da geht auf jeden Fall ein Button drüber, ne, wenn man mit dem Mauszeiger drüber geht. Achso, das seht ihr hier nicht, hier, der rote Button. Ne, dann ändert sich so die Handtextur halt so. Sonst, weitere Schalter sind, glaube ich, hier an diesem Pult nicht drin. Wir haben jetzt hier noch den Richtungswender. Hier an der Stelle ist der Richtungswender. Ja, wenn wir das einfach mal reinsetzen, ne, haben wir jetzt den Vorwärtsgang drin. Das bedeutet, wir sind eigentlich soweit schon startklar. Ne? Also könnten jetzt dementsprechend losrollen. Der Blinker ist hier unter ein bisschen versteckt. Kommt man leider so mit der Taste, also mit der Maus nicht hin, da dann die dementsprechenden Tasten benutzen. Ihr seht halt, dass hier oben, hier an der Stelle, die Blinkertaste halt dementsprechend angeht. Also ihr blinkt halt in die entsprechende Richtung. So, sonst haben wir hier noch Türen auf und Türen zu. Das ist natürlich hier einmal das Freischalten. Seht ihr jetzt hier oben auch zum Beispiel. Na, da leuchtet die Lampe, wenn die Türen freigegeben sind. Ja, Türen sind allerdings noch geschlossen. Ja, das müsst ihr, wenn ihr das Ganze macht, hier auf den H-Button. Muss man ganz kurz drücken, hier auf den H-Button. Ja, wenn ihr darauf drückt, seht ihr, wie sich die Türen hier so öffnen. Ja, also, das funktioniert. Und sonst, hier vorne ist die Einzeltür. Die bleibt dann auch offen, weil die anderen schließen sich nach paar Sekunden automatisch wieder. Und die bleibt dann hier vorne dementsprechend auch offen. Und hier unten sehen wir zum Beispiel auch dann die Trittbretter, ja, die dann halt automatisch ausklappen. Können natürlich jetzt hier auch einfach rangehen und können jetzt hier an den Button hier natürlich drücken. Ne? Und dann sieht man mal das Ganze, wie das halt dementsprechend animiert ist. Und das ist wirklich hübsch animiert auf jeden Fall. Also da hat man sich auf jeden Fall richtig Mühe gegeben. Hier kann man so ein bisschen durchglitschen. Ne? Also hier guckt man so ein bisschen durch, wenn man hier mal so diesen Spalt hier so sieht. Ne? Aber wie gesagt, das Fahrzeug ist noch nicht fertig. Ne, das sind so kleine Sachen, die halt dementsprechend auffallen. Auch wie gesagt, wenn du von unten guckst, halt, also ist der Boden halt einseitig. Du kannst zwar von oben nicht runter gucken, aber von unten nach oben gucken. Ne? Das ist mir beim, wo die Straße bei sich gespawnt hat, ein bisschen aufgefallen. Ja, da war ich so ein bisschen unter der Erde, konnte halt durchgucken. Ja, sonst Licht, ganz klar. Ne? Anschalten. Da haben wir hier vorne diesen Button. Ne? Hier Nacht-Tunnelbeleuchtung. Hier der Button. Ne? Wenn wir den jetzt da ausmachen würden, ist die Lampe aus. Drückt mal rein, ne? Ist die Lampe an. Dementsprechend, ja, habt ihr da auch zumindest schon mal den Schalter für Scheinwerfer. Ja. Und sonst haben wir hier einen Regler. Der Regler hier, der ist für den Scheibenwischer. Das bedeutet, ne, je höher wir den stellen, desto schneller sollte der Scheibenwischer sich dann auch bewegen. Ja. So, sonst haben wir hier unten noch eine Schienenbremse, die wir noch zusätzlich benutzen können. Ja. Hier ist die Kupplung. Ob die ein oder aus ist. Da sehen wir hier vorne, öffnet sich das Ganze. Ja. Falls ein Fahrzeug angekuppelt ist, können wir das Ganze jetzt ausmachen und dann klappt sich das da alles wieder zu. Also das ist halt alles schon super gut animiert. Ja, also, Wahnsinn. Großartige Leistung bis dato. Ja, also das muss man einfach mal sagen. So gut, Scheinwischer kann aus, weil Regen haben wir nicht so wirklich. In Lotus scheint immer die Sonne. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, schließen wir das Ganze hier erstmal. Können jetzt hier erstmal unsere Linie eintippen. Und das ist die 011 und Route 02 müsste das Ganze sein. Und hier oben sehen wir dann zum Beispiel auch eine Linie 11 nach Hauptbahnhof. Es gibt, wie gesagt, wie ich es ja gerade vorgelesen habe, mehrere Matrizen. Es gibt auch Rollbänder und alles was. Aber die Rollbänder muss natürlich von der Karte mitgeliefert werden. Wenn es die Karte nicht mitliefert, gibt es hier dementsprechend auch keine Rollbänder, glaube ich zumindest. Deswegen, diese digitalen Anzeigen funktionieren eigentlich immer. Ne? Hier sehen wir zum Beispiel. Cool gemacht. Absolut cool gemacht, ja. Linie 11. So. Und sonst, ja, haben wir hier in der Mitte natürlich
Achso, hier haben wir noch eine Lichthupe. Das kann man jetzt natürlich nicht testen groß, weil ich das nicht schaffe, so schnell rauszugehen. Kann man sich natürlich auf die Taste legen, ja, dann kann man die Lichthupe machen. Aber ich selbst habe, wie gesagt, Lichthupe benutze ich so gut wie nie. Ja, also benutze ich das Ganze nicht. Interessant ist auf jeden Fall dieses Gerät hier. Ja, hier kann man so ein bisschen gucken, fahren, 60 km/h maximal. Notbremse ist dann schon ab 9, also hier, ne? Wenn wir jetzt hier gucken, hier ist die Notbremse, hier haben wir die 60 km/h. Also nach rechts ist Beschleunigen und jede einzelne Stufe, weil wir sehen ja hier auch kein Tachometer oder sowas, ne? Jede Stufe hat dann dementsprechend halt seine Geschwindigkeiten. Also die erste so 6 km/h, 12, 18, 24, 30 und so weiter und so fort. Und beim Bremsen, ja, genau umgekehrt halt, ne? Und hier ist dann halt wirklich so schon das starke Bremsen. Also das Bremsen muss man hier noch ein bisschen feinfühliger machen. Ja, das ist ein bisschen, wenn man es nicht so wirklich drauf hat, dann kann man sich hier schon ein bisschen verbremsen. Also da muss man auf jeden Fall erstmal ein bisschen sich reinfummeln. So. So, jetzt bremsen, 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 bremsen. So. Und dementsprechend können wir jetzt die Türen öffnen. Fahrgäste können einsteigen. Ja. Und somit sind wir auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Lassen wir uns mal überraschen, wie die Fahrt jetzt wird. Kann nur interessant werden. Denn aber es ist halt, wie gesagt, mega interessant, halt immer so neue Fahrzeuge zu testen. Ah ja, Sound ist halt wirklich Platzhalter, ne? Heieiei. So, jetzt sage ich hier zum Beispiel, der soll jetzt mit 30 km/h hier langfahren. Und dann fährt er jetzt auch nicht schneller als 30 km/h. Ich sage, er soll jetzt 42 fahren. Und richtet es da ein, dann fährt er 42 und das ist dann schon, schneller fährt er nicht. So, müssen jetzt aber schon wieder ordentlich in die Eisen gehen, damit wir jetzt nicht stehen bleiben. So, und ja, Tür freigeben. Achso, war das so? Nächste Haltestelle. Ah, ja. Buchenstraße. Buchenstraße. Das ist doch jetzt, ne? Ja, genau. Passt. So. Raus damit und los geht's. Nächste Haltestelle. Lotstraße, Neue Hochschule. Ah doch, ich sehe gerade, es gibt eine Anzeige. Und zwar hier. Das ist die Anzeige hier. Hier können wir so ein bisschen sehen, es ist jetzt halt nicht so, so krass wie jetzt bei jetzt den ganz normalen KTs und GT6N. Ne? Das dauert ein bisschen länger, bis der das dann erkennt. Aber hier könnt ihr sehen, wie schnell ihr in der Regel fahrt. Aha, siehst du? Auch ich lerne noch nicht aus. Ne? Also. So, Fahrgäste drin, alles wundervoll, raus damit und los geht's. Hier, guck mal, ich sage 12 km/h und jetzt müsste der da stehen bleiben, genau. So könnt ihr jetzt sehen hier, dass wir jetzt wirklich nur 12 km/h fahren, ja, also das ist wie gesagt euer Gerät, wo ihr sehen könnt, wie schnell ihr gerade seid. Es wurde aber nachgerüstet, oder? Nächste Haltestelle. Boxer. Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahnlinie 12. Jetzt muss zwar schon ein bisschen doller bremsen. Ja, deswegen, also da muss man sich noch natürlich ein bisschen reinfummeln, so, ne? Aber ich finde, das ist ein großartiges Fahrzeug. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wie gesagt, jetzt im Steam Workshop.
So. Dann alles einsteigen. Ich meine, vom Aufbau sieht das Fahrzeug schon sehr interessant aus. Ne? Also, wenn man diese Fahrzeuge halt nicht kennt, ne? Aber ich finde es halt immer wieder faszinierend, mit wie viel Detail hier gearbeitet wird halt. Ne? Also schon alleine hier dieser ganze Kabelsalat hier, ja, mit eigenen Anschlüssen und die Ringe, wo die Kabel so durchgehen und sowas. Das ist schon echt Arbeit. Wenn ihr übrigens repainten wollt, müsst ihr auf den Discord. Da gibt es wohl Templates dafür. Ne? Dann könnt ihr da die Tram hier dann dementsprechend noch auf eure Karte zum Beispiel anpassen oder sowas. Ja, wie gesagt, falls ich es nicht vergesse, packe ich den Discord-Link unten mit rein in der Videobeschreibung. Und sonst, wie gesagt, steht ja auch im Steam in der Workshop-Beschreibung mit drin. Ne? Also tontechnisch muss man schon sagen, alter Falter. Nächste Haltestelle, Jan-Wellen-Platz. So, hier könnt ihr zum Beispiel auch, ne, sagen, wenn ihr jetzt bremst, ne, das ist genau diese umgekehrte Richtung. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Geschwindigkeit habt und ihr bekommt jetzt hier zum Beispiel jetzt eine Geschwindigkeitsbeschränkung und ihr seid jetzt bei, ich sag mal, 30 km/h, dann schaltet ihr den Regler runter zum Beispiel auf 6 oder sowas, weil es ist ja jetzt gerade Fußgängerzone oder 12. 12 ist noch in Ordnung, 2 km/h drüber gehen immer. Ne, jetzt von 30 auf 12, dann würde der Zug automatisch jetzt von 30 km/h jetzt runterbremsen bis auf die 12 km/h und dann lässt er die Bremse los und dann fährt er halt weiter. Ne? Also dementsprechend, wenn ich sage, jetzt, er soll jetzt 18 fahren, ne, also 18, dann kann ich jetzt hier einstellen, bremst runter auf 12 km/h und dann bremst er hier runter auf 12 km/h und dann bleibt er aber auch. So sage ich jetzt, er soll runterbremsen auf 6 km/h, dann hält er jetzt diese 6 km/h, solange bis ich jetzt sage, stopp. Ne? Also, das ist halt genau die umgedrehte Variante davon. So, jetzt bremsen wir, weil wir sind ja schon wieder an der Haltestelle. Und ja, also wie gesagt, ein schönes Spielerlitz-Fahrzeug. Auf jeden Fall macht sowas mega Spaß. Ich liebe Fahrzeuge testen oder sowas, ja. Auch ich werde wahrscheinlich alles noch nicht gefunden haben. Selbstverständlich. Aber was hier schon drin steckt, das ist schon wundervolle Arbeit. Absolut großartige Arbeit. Wie gesagt, halt mit dem Fahrsound, ne? Also, das knackt hier bei mir die ganze Zeit. Kommt auch direkt vom Fahrzeug. So, dann Türen auf, Türen zu, Abfahrt, Endhaltestelle, vielleicht noch Türfreigabe raus, wäre natürlich noch sinnvoll. Sonst dürfen wir hier gleich mit 30 lang fahren, aber ist ja auch nicht allzu lang, die 30, ich glaube, dann wird es ja gleich wieder 20 oder sowas. Nächste Haltestelle, Marienplatz. Oh, vergessen zu. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Fahrtende, bitte aussteigen. So.
einmal die Türfreigabe bitte wieder rein und dann die Fahrgäste rauslassen. Bitte nicht einsteigen. So, und ja, soweit dazu. Jetzt können wir mal noch mal kurz probieren. Jetzt haben wir das natürlich rausgenommen. Das können wir hier natürlich nicht mehr fahren, weil ist ja nicht. Gehen wir mal jetzt. Genau. So. Stecken wir das Ganze mal hier ran. Und sagen jetzt rückwärts. Hier haben wir den Blinker. Links, rechts. Und ihr seht, ne? Wir können dementsprechend jetzt rückwärts fahren. Auch. Blinker scheinen hier noch nicht zu funktionieren. Aber so funktioniert das Ganze dementsprechend halt mit dem Rückwärtsfahren. Wenn ihr fertig seid, raus damit, Klappe zu, nach vorne wieder. Alles wieder reinstecken und abfahren. Ja, das ist wie gesagt also die neue Straßenbahn, die jetzt für den Lotus Simulator erhältlich ist, kostenlos im Steam Workshop. Wie gesagt, großartige Arbeit an Thinking Man und Aki. Das ist ein wirklich wundervolles Fahrzeug. Kann man sich nur noch auf weitere Updates freuen. Ja, also jetzt endlich mal neben dem GT6N, den KT4D und natürlich die Düsseldorf Trams, ja, kommt jetzt ein weiteres Fahrzeug, welches man jetzt universal einsetzen kann. Das kann einfach nur großartig werden. Und bin mal gespannt, wie halt die Zukunft aussieht, wenn es weitergeht mit weiteren Updates hier mit dem Fahrzeug. Auf jeden Fall kann man hier sagen, dass hier wirklich ordentlich viel Arbeit drin steckt. Ich hoffe, wie gesagt, dass das so weitergeht, ja, dass wir hier noch viel, viel weiteres erfahren werden von Thinking Man und Aki. Wenn ihr euch, wie gesagt, die Tram selber mal angucken möchtet, dann schaut gerne im Steam Workshop vorbei. Und vergesst bitte nicht, Leute, auch mal ein kleines Dankeschön dazulassen. Entweder schreibt ihr da was in den Kommentaren. Oder ihr könnt das Ganze natürlich im Steam Workshop natürlich auch bewerten. Tut das. Ne? Da freut man sich auch sehr, sehr drüber, wenn man da so ein bisschen, ja, ein kleines Dankeschön an der Stelle bekommt. Und das soll es eigentlich von dem Video schon gewesen sein. Ja, ich denke, alles soweit gezeigt zu haben. Wie gesagt, es ändert sich halt nichts, wenn ihr jetzt ein weiteres Fahrzeug jetzt spawnt, ja. Wie ihr was aufrüsten müsst, ist wie gesagt, müsst ihr wissen. Aber es reicht halt, wenn hoch 1 weiterhin eingestellt ist. Ihr müsst sonst halt in der Regel einfach nichts mehr weiter groß machen. Wenn ich jetzt irgendwelche Sachen vergessen habe, dann könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare posten. Dann kann man dann vielleicht nochmal ein Video dazu packen, ne. Aber ich denke mal, die Straßenbahn werden wir auch so schon jetzt wahrscheinlich auch öfter sehen. Mal gucken. Bin mal gespannt auf eure Reaktion. Wie findet ihr die BE46 Tram 2000? Dann schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und sonst, ja, freue ich mich natürlich, wenn wir uns demnächst wiedersehen zu einer weiteren Folge Lotus hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.